Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Axt im Walde und heute beginnen wir zu spielen, was gestern neu rauskam, nämlich das neue Spiel von Alessandro Gozzo mit dem Titel The Alien Cube. Dazu habe ich vor etwas Zeit, ja, die Demo gespielt und natürlich auch auf meinem Kanal ist die zu finden. Ja, und heute legen wir los. Ich denke mal, wir kommen auf jeden Fall bis über den Fortschritt der Demo raus. Ich brenne ja auch schon richtig drauf zu sehen, was danach passiert. Ja. Sprache, Steuerung zeigen. Ach ja, das ist hier. Ich gehe mal davon aus, dass Alessandro das vielleicht noch ändern wird. Aber momentan lässt sich hier die Tastenbelegung nicht ändern. Momentan. Ja. Grafikeinstellungen habe ich hier auf 2560 mal 1440 mit dem Vollbild, mittlerer Qualität, niedrigen Schatten und niedrigem Anti-Aliasing. Liegt auch daran, man merkt den Unterschied nicht wirklich. Sieht alles nach wie vor genauso wunderbar aus. Ja, und den Rest ist hier eigentlich Wurst, was ich eingestellt habe. Spieleinstellungen ist auch nichts Aufregendes. Maus umkehren. Gamepad umkehren, Sensitivität habe ich ein bisschen hochgedreht, war ursprünglich, ich denke mal, auf 19, 18, weiß gar nicht mehr. Ja, das passt so. Das heißt, wir steigen direkt in ein neues Spiel ein. Und dazu kann ich auch gleich sagen, je nachdem, ob das Spiel auf einem performanten Rechner installiert ist, mit ordentlich Arbeitsspeicher und auch auf einer SSD, dauern diese Ladesequenzen länger oder kürzer. Meinem subjektiven Empfinden nach ist die Ladezeit in der Vollversion ein bisschen länger als in der Demo, ne? Aber das tut der Sache keinen Abbruch. Für das Video auf YouTube werde ich das natürlich zusammenschnipseln für euch. Ja, und wenn das Laden dann auch vorüber ist, bekommt man hier die Möglichkeit mit linker Maus oder der Taste X vom Gamepad fortzufahren. Das machen wir jetzt eben mal erst. Das kennen wir eigentlich schon aus der Demo. Das haut mich jetzt nicht mehr vom Hocker. Wobei ich muss sagen, Alessandro hat hier schon ein bisschen rumgebastelt. Das mit der Helligkeit finde ich ist viel, viel angenehmer als in der Demo. Das frage ich mich auch, was das für ein Vieh ist. Hier von ein bisschen weiter weg betrachtet. Ja. Welch Überraschung, ja, es geht ja auch in diesem Spiel um einen der Mythen aus dem Lovecraft-Universum und ja, das zum Beispiel ist definitiv ein Indiz dafür, dass wir hier nicht in, sondern im Lovecraft-Universum angesiedelt sind. Hier sehen wir links oben, wird gerade mal eben zwischengespeichert. Sollte mir hier etwas Schreckliches zustoßen. Jo, da kommen wir so nicht raus, aber das werden wir hinbekommen. Hängt hier einer, ne? Oh, irgendwo irre. So eine schleimige Suppe ist hier unten dran. Bewegt sich auch, denke ich.
Ne? Das ist nicht nur das Wasser hier. Ja, ja. Nach wie vor wunderbare hier Grafikeffekte, das gefällt mir sehr gut. Ja, der Rauch, das Feuer und wie auch sich Licht und Schatten ausbreiten. So, dann hetzen wir mal voran, um drauf zu kommen, dass hier das Zahnrad fehlt. Yes. Irgendwas ist hier ins Wasser gesprungen. Das konnte man gut hören. Jo, aber wie auch in der Demo, es ist hier nichts zu sehen. Ja, ich hatte mir vielleicht gedacht, hier alles anzuhalten in der Vollversion, dann doch irgendein Monsterchen oder so eingebaut, das gerade hier am Abzischen ist und man sieht vielleicht eine Silhouette oder einen Schatten oder ähnliches. Rechts unten ist gut zu sehen. Wir haben Zahnrad mit im Gepäck. Das packen wir jetzt, rein und betätigen auch den Mechanismus. Jo. Ich habe es in der Demo probiert, man kommt hier nicht rauf und ich denke auch, das ist hier abgeblockt, bewusst, damit man hier nicht mehr raufkommt. So, ich springe hier mal drüber. Ja, wer das nicht wusste hier, das war auch in The Land of Pain von Alessandro Guzzo bereits so. Leertaste drücken, ich habe jetzt gerade gedrückt, es tut nichts, erst wenn ich die loslasse, springt hier der Hauptcharakter. No. Ist wunderbar anzugucken. Ja, und auch wie in The Land of Pain, Alessandro hat hier, denke ich, schon zum einen die richtige Engine ausgewählt und zum anderen selbst viel, wirklich mega viel draus gemacht. Ist wirklich wunderbar anzugucken. Ja, im Hintergrund sehen wir auch, ich denke, dass das, was wir hier auf dem Bild gesehen haben, das Bild, das wir hier ausgepackt, eingepackt, nee, das haben wir nicht eingepackt, wir haben es nur angeguckt. So, die wunderbaren Büsche und Bäume und... So, ich komme erstmal hier ein bisschen weiter rüber, komm, nach vor, ja, gut. What's going on? Oh my God! No, no, no! Jo, da hat's mal einen ordentlichen Bums gemacht. Und dadurch, dass ich die Demo auch kenne, weiß ich ja, wo es lang geht, ob hier Gefahren auf uns lauern oder Überraschungen. Übrigens, hier der Detailgrad ist schon, ne? Traumhaft. Und das hier wirklich mit mittleren Grafikeinstellungen. Also viel besser wird es nicht. Ich kann hier auf den höheren Einstellungen tatsächlich keinen Unterschied erkennen. So, jetzt haben wir hier unsere Box. Was I dreaming? Oh. What time is it? Jo, ein echt
Ein echter und beunruhigender Traum, der sich real anfühlte. Jo, müde ist er, der Hauptcharakter, muss auch ins Bad und sich erfrischen. Ja, gerade eben gab es hier noch eine Uhrzeit, ne? Auch komisch. So. Ja, hier drin gibt es auch wohl nichts Neues. Nee, nur ein Schalter. Ein funkelndes Licht. Ah jo. Das Tagebuch. Das können wir öffnen. Ich lese mir das auch immer selbst durch. Während dem Zocken habe ich es ja bisher noch nicht. Also die Demo und den bisherigen Verlauf schon. Aber den Rest noch nicht gelesen. Und jetzt hier mein Gedächtnis auch wieder ein bisschen aufzufrischen, das tut auch ganz gut. Aber allgemein ist so, drückt einfach die Pause-Taste hier beim Zugucken. Ich werde es in den Videos auch ein bisschen zusammenschneiden. Ne? Ja, da hat er sich was aufgehalst, der gute Hauptcharakter. Der Onkel Edgar ist ja, soweit ich das richtig verstanden habe, hier... der Hauptcharakter aus The Land of Pain, ja, der ist verschwunden. Und unser Hauptcharakter hier in The Alien Cube hat sich jetzt auch von der Freundin getrennt, einen Umzug hinter sich und ja, der Onkel Edgar ist weg. Die Zeichnungen finde ich wirklich hervorragend. Gut, gucken wir mal, was wir hier noch alles so machen können. Hier gibt es auch erstmal Licht. Wer Bock hat, kann hier ein bisschen was futtern, Brötchen und ein Apfel und ein Ei, ne? Ohne Ei. Call Pete Pack, das hatten wir in der Demo, kann ich mich noch gut erinnern. Sonst gibt es hier nichts, obwohl das zauberhaft aussieht, ne? Zauberhaft. Hier ist noch Öl drin oder eine neue Pfanne, auch die, denke ich, hatten wir in der Demo. Umzugskisten, ja, war es ja anstrengend. So, ein Aus, zwei Schalter für die Küche. Hier haben wir das Badezimmer drin. Können wir dann benutzen. Gucken wir aber erstmal die Hütte durch. Licht an auch. Hier ist auch wie in der Demo nach wie vor Wasser drin. In der Badewanne hier ein Wasser seit der Demo. Jo. Oh, er muss die Jenny anrufen, aber nicht jetzt. Heute möchte er nur entspannen. Ja, das wird eine Traumvorstellung, wird das erstmal bleiben, ne? Noch können wir und werden wir nicht verlassen. Schönes Gemälde von dem Hund. Ich finde das wirklich schick. Hat so eine Dynamik auch irgendwie drin. Aber auch gleichzeitig was Beruhigendes. Gefällt mir gut. Hier noch ein Schalter fürs Wohnzimmer. Ah jo, da haben wir hier ja den... ah jo, der Kassettenrekorder. Den packen wir ein, ne? Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo dann Kassetten bekommen, die wir abspielen können. Der Computer, ja, hat er damals viel bezahlt für. Und er kann jetzt häufiger von zu Hause aus arbeiten. Ne? Denn an The Land of Pain arbeiten. So, ein Autoschlüssel mitgenommen. Mehr ist hier erstmal nicht zu holen. Bücher. Ah jo. Da hat er hier noch eine Menge. Und in den Kisten ist natürlich, denke ich, oh, da oben ist auch was. Und hier ist, oh ja, der hat einen Haufen Bücher, hat er hier. So, erstmal Kamin anmachen. Jo. Er liebt die Wärme des Feuers, wenn es draußen kalt ist. Dann gucken wir uns noch die Uhr an. Denn die hat er von Jenny vor vielen Jahren bekommen. Und behält sie weiterhin als Erinnerung, auch wenn sie nicht mehr funktioniert. So. Jo, Badezimmer, ne? So, rein ins Badezimmer, husch, husch. Erstmal frisch machen. Who's at the door? Oh, it's probably the postman.
Boah, jetzt sehen wir, wie er, denke ich, hier wegfährt. Genau. Dann holen wir erstmal das Briefchen. Ja, damit haben wir nicht gerechnet, dass wir so einen Brief bekommen vom Onkel Edgar. Aber ich sag mal, ja, das wird so. Eigentlich sollte man hier die Betten eines Toten schon respektieren, aber ja, sonst hätten wir auch kein Spiel, wenn wir das tun würden. Das heißt, wir werden natürlich nicht die Sachen wegwerfen, sondern wir werden das ganze Zeugs hier erkunden und brauchen wir hier eigentlich noch was? Ich denke nicht, oder? Nee, hier in der Wohnung sind wir fertig. Nee, nee, doch nicht. Hier anziehen ist noch. Können ja nicht in... Was latschen wir rum? Genau, können wir nicht in Sandalen und... Oder... Und dem Pyjama hier. Kleidung wechseln. Erstmal ordentlich hier adrett kleiden. Und dann können wir den Tag beginnen. Der Kamin ist an, das Licht ist an. Ja, Strom und Energie kosten in diesem Spiel nichts. Wird eine lange Fahrt. Ich kann sagen, das wird auch ein, wieder ein längerer Ladevorgang. Aber dann schnippeln wir zusammen. Könnt ihr auch hier mal ein bisschen Text unten mitlesen. Gut. Im schlimmsten Viertel von Winter Falls. Alles klar. Hallo. Es geht nicht rauf. Ja, ich meine erstmal hier rauf und es geht auch nicht runter. Ah ja, den Kübel hier können wir benutzen. Ja, bringt uns aber nichts. Demons drowned me. Alles klar. I died here. Nicht so lustig. Wir gesehen, ne? Den kennen wir, den guten, den Kapuzenteufel Peter aus der Land of Pain. Ja, ich weiß natürlich aus der Demo, dass hier die richtige Tür ist. Aber gucken wir erstmal, was alles gibt. Da gibt es nichts mehr. Hier hat einer gepennt, ordentlich getrunken, Gartenzwerg und mit so einer komischen Zeichnung hier. Oh, guck mal hier, guck mal. Die Statuette, ja, kann durchaus sein, dass ich hier eins von diesen Versteckten am Anfang übersehen habe. Muss, ja, muss ich mal anders mal gucken. So, das ist die Wohnung. The lights were on all this time. Ich kenne die Demo, aber das Spiel schafft es doch immer wieder, genauso wie The Land of Pain, mich echt hier ins Boxhorn zu jagen. Hier ist das Badezimmer. No. Können wir zurzeit nicht aufmachen, das Gitter, aber es funkelt irgendwas Metallisches. Soweit wissen wir schon mal. Eben. Hat Onkel Edgar jemals sauber gemacht? Wir stellen fest, das ist nicht so. Oder war auch nicht so. Ja, gut. Lichtschalter tot. Können hier ein bisschen auf dem Klavier klimpern. Oh, hier gibt es eine Seite. Gut, der Onkel Edgar hat also hier bei den Vermächtnissen seines Vaters eine Kiste gefunden und kann wohl das Erlebnis nicht verarbeiten. Hier haben wir einen Spiegel, der wohl nicht mehr so gut aussieht.
Und ich denke mal, sonst gibt es hier auch nichts hier drin. Ja, draußen ist wohl noch taghell hier. Einfach mal zu machen. Eine Falltür, die klemmt, alles klar. Hat der Alessandro aber auch gut versteckt hier oben, ne? Siehst du kaum. Alter! Ja, ich mach das Licht an. Danke sehr. Benedis Pizza. Hier gibt's ein Knöpfchen. Mit dem wir noch nichts tun können. Hier gibt's ein Pferdchen. Ich einfach mal ein bisschen rumdrehe. Ist auf der anderen Seite blockiert. Oh oh. Au au. Ja. Können wir auch nicht durch? Achso, weil der Griff fehlt. Ja, gut. Somit ist die Stereoanlage hinüber. Ja, latschen wir mal hier durch. Dann rollen wir hier den Kasten weg. Und dann geht auch hier die Tür auf. Geht auch nicht. Jo, hier was zu essen ist keine gute Idee. Das bekommt hier dem Hauptcharakter nicht gut. Hier haben wir ein Gemälde. Unter dem Gemälde ist ein merkwürdiger Riss. Vielleicht kann ich ihn öffnen. Gemälde versenken. Ich kann es nicht bewegen. Ja, ist fest an der Wand befestigt. Ich denke mal, da brauchen wir etwas, um es aufzuknallen. So. Will nichts essen. Was haben wir hier? Ja, es riecht schrecklich. Ja, ich denke, wenn du hier wie der Onkel Edgar durch ein Erlebnis durch bist, wie aus The Land of Pain, die Tür ist auch verklemmt, dann sieht es, denke ich, einfach in deiner Welt ein bisschen anders aus und du bekommst vieles gar nicht mehr mit. Jo, das ist hier auch, wo die Demo dann geendet hat. Ein abscheulicher Gestank riecht schon wieder oder noch immer hier wie drüben schrecklich. Aber da müssen wir durch. So, nun bin ich gespannt. Gut, es wurde von Gottes Auge gesprochen und dass man tut, was der Gebieter verlangt hier. Was sind wir hier wirklich? In irgendeinem kleinen Drecksloch bewegen? Was kann ich hier bewegen? Oh, da kann ich was bewegen. Ja, gut, das dachte ich mir. Die Tür, die geht erstmal nicht auf. Hier oben gibt es auch nichts Aufregendes, wie es aussieht. So ein Bretter und Regal gedönst. Und dann gucken wir erstmal hier unten. So, hier ist ein Gitter. Instabil. Aha. Ja, dann treten wir das erstmal durch. Fantastisch. So, jetzt kriechen wir hier rein. Ja, klar, versuchst du es. Oh.
Ecke hinten sind wir irgendwo ja, raus reingekommen. Sieht auch nicht viel besser aus, ne? Ja, wobei, wo sind wir eigentlich? Sind wir noch in der Wohnung vom Onkel Edgar? Oder ganz woanders? Was ist das hier? Dokumente. Oh. Das ist ja auch mal interessant, ne? Hier der Vater vom Onkel Edgar, der hatte schon ein bisschen Dreck davor am Stecken. Beziehungsweise die Geschichte hatte hier schon vorher Dreck am Stecken und der hatte irgendein geheimes oder heiliges Artefakt. Die Existenz von Gottes Auge. Und irgendwo ein uraltes Dorf außerhalb der Stadt. Aha. Ich denke mal, das heißt in diese Position oder vielleicht auch nicht. Das Pferd, der Turm. Der Spiegel. Die Falltür. Oh, ob er ausspioniert wurde. Na, das frage ich mich auch, wie diese Leute eigentlich sind. Das schon mal hier. Haben wir geguckt, hier ist eine Tür. Da geht's auch noch rein. Oh, ich denke, hier bin ich. Wir sind noch in der Wohnung vom Onkel Edgar. Spannend. Geh durch. Ja, ich denke mal nicht. Was haben wir hier? Komm, untersuchen. Wie eine Art Kokon. Hier oder wo oder was? Ach so, hier. Das ist ja tatsächlich fürchterlich. Hier, Schraubendreher. Jetzt geht's voran. Oh oh, was haben die hier so gemacht? Hier ist ja irgendwer oder irgendwas. Ich bin jetzt mutig. Ich nehme mal hier die Tür. Gucken, was passiert. Ja, verschlossen. Alles klar. Ist verschlossen. Dann kriechen wir hier drunter durch. Wieder zurück in den Hauptteil der Wohnung vom Onkel. Ach, widerlich. So, ich denke mal hier. Oh, eine Notiz. Ja, spannend, ne? Legen wir los, hier, Gitter. Komm, 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 komm. Ein kleiner Schlüssel. Wofür wir den wohl brauchen? Kleinen Schlüssel, hatten wir irgendwas mit, was nicht aufging? Ach so, ja, hier, ne? Die Schublade hier. Oh ja, jetzt wird's spannend. Aha, wir haben es hier mit einem mysteriösen und geheimen Orden zu tun, wo der Vater vom Edgar auch schon Mitglied war. Hier haben wir die Karte. Ja, gut. Alles klar. Ich gehe besser sofort dorthin. Ich werde später hierher zurückkehren. Und die, die mich eingesperrt haben, sind auf dem Weg dorthin. Wenn ich mich beeile, kann ich vorhin da sein und herausfinden, was los ist. Mhm. Oh, 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 oh. Ja, gehen wir einfach, oder? Oder ich weiß es nicht, ob wir gehen sollten. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, wir haben ja hier nichts mehr aktuell, ne? Ich trau mich hier kaum raus. Ja, gucken wir, dass wir hier flott fortkommen, bevor noch irgendwas passiert. Ja. Verlassen. Alles klar. Los geht's mit Kapitel 3.
Jo. So, was haben wir hier für Möglichkeiten? Weiterfahren ist hier nicht. Das heißt, ich denke mal, dass wir hier eben dort lang müssen. Aber ich gucke erstmal, was hier noch alles Schönes gibt. Ah jo. Endlose Tiefe, alles klar. Ja, es gibt keinen Grund, diesen Weg zu nehmen. Ja, ist ja gut. Okay. Ich hab's versucht. Oh, da oben ist hier. Und auch so ein... Das sind ja mehrere Dinge. Ein Häuschen, so ein Wasserturm und... Ja. Ein großes Gebäude. Wie, kann ich nicht rauf? Nee, geht nicht. Der Motor ist noch warm. Ja. Gut, das heißt, jemand ist vor uns hier angekommen. Und wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Jo. Betreten verboten. Wir haben aber keine andere Wahl, deswegen gehen wir hier durch, um es ganz offiziell zu machen. Hinter diesem alten Gebäude da oben sollte das Grundstück des Großvaters sein. Das ist hier der William gewesen, ne? Da geht es auf jeden Fall runter in den sicheren Tod. Brauchen wir gar nicht probieren, bin ich mir sicher. Oh Mann. Was ist denn für ein Zeug hier? Oh mein. What's going on? Sind wir jetzt woanders? Sieht das nur so aus oder leuchtet hier drüben irgendwas? Das sieht ja irgendwie... Nee, ja... Weiß auch nicht. Sieht mir hier schon sehr portalartig aus, ne? Latschen wir durch. Nö, hast du nicht. Ich hab's ja auch mitbekommen. ja, von da sind wir gekommen, ne? Dass wir ja nichts hier vergessen. Ist gut. Und die Brücke ist hinüber. Ach so, vielleicht müssen wir tatsächlich hier wieder zurückgehen. Oh, nee, müssen wir nicht. Wir drücken hier einfach mal. Den Baum hier über den Graben drüber und balancieren vorsichtig. Ja. Oh ja, komm, komm. Nee, man... Scheint hier ein bisschen rutschig zu sein, ne? So vorsichtig, aber auch flott hier drüber und reingesprungen mit das hier. Was haben wir hier drüben für ein Gittergedöns? Wo ist denn jetzt eigentlich das Haus, wo wir hin müssen?
Aha, es wird gespeichert. Alles klar. Oh, schön Wässerchen, alles klar. Immer ein bisschen umgucken. Gucken, was so gibt. Jo, sind wir wieder hier, alles klar. Ah, jo. Gut, ich denke mal, wir hätten hier so einen geheimen Zugang nun gefunden. Gibt es ja irgendwas Wichtiges hier zu sehen, zu wissen, zu lesen? Alles klar, das heißt, ich denke mal, wir kommen hier entweder rauf oder runter damit, aber erstmal benötigt der Generator einen Strom, Treibstoff, ne? Strom erzeugter Generator. So sieht's aus. Immer schön vorsichtig. Ah jo. Kommen wir hier raus? Kann man hier das irgendwo durchblättern? Links, rechts irgendwie? Nee. Das geht nicht. Ich dachte mir, wir könnten hier vielleicht die Karte nochmal angucken. Vielleicht ist das hier diese Campingstelle, die auch auf der Karte hier eingezeichnet war. Oh, da haben wir wieder was. Gut, das scheinen wohl irgendwelche Camper gewesen zu sein, die eben in das Teleskop geguckt hatten.
um dort irgendwas zu sehen. Ein Planeten, der nah an der Erde dran ist, aber gleichzeitig nicht. Und ja, das, was sie gesehen haben, hat die auf jeden Fall schockiert. Jetzt denke ich mir hier, was werden wir hier sehen oder würden wir hier sehen? Vielleicht sehen wir auch gar nichts, außer das, was gerade hier eben abgeht. Mit ein bisschen Geflüster von irgendeinem Vieh im Hintergrund. Ja, so sieht's nämlich aus. Gut. Ob es hier noch irgendwas zu entdecken oder... Und, oh, erstmal nicht ins Feuer reinlatschen, ne? Eieieiei. So, hier sind wir rausgekommen. Und da scheint es aber auch noch drüben weiterzugehen. Ah. Eine kleine Statuette. Ich weiß allerdings nicht, wofür die gut sind. Könnte es sein, dass wir das noch erfahren, aber wer weiß das schon. Gucken wir hier noch rein. Wow, 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 wow. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Haben die hier einfach irgendwelche... Oh, ich muss auch raus, ne? Ja, irgendwelche Leute hier angekettet, damit die hier sterben können. Ja, ich denke mal auch. Ein Grabstein oder irgendwas in die Richtung. Ja, auch schon hier. Ja, hat die Natur auch schon um sich gegriffen. Ei, ei. Gut, kriechen wir zurück rein. Und gucken uns an, was es hier gibt. Wenn wir den anderen Verlauf in diesen Höhlen nehmen. Drüben, ne? Tja. Ja, hilft nix. Spannend hier ein Hebel, für was der wohl da ist. Ja, ein Tier, das hier runtergestürzt ist. Wir wissen, dass es kein Tier gewesen ist. Die Rose hat da auf ihn. Oh. Das ist mal interessant. Wo bin ich jetzt? Hier geht's weiter. Was hier das Geheimnis davon ist. Wow. Nee, kann man auch nicht draufstehen. Hat man überhaupt eine Chance, hier vielleicht wegzuspringen? Das geht ja auch sofort auf, ne?
Lass ich das verstehen? Ich kapiere das gerade eben gar nicht. Gut, Seite gelesen, alles klar. Kann hier drüben nicht stehen. Wegspringen kann man hier auch nicht schnell genug. War hier irgendwas? Nee. Doch hier stehen. Nee, also ich kann ab dem Moment, wo ich hier den Hebel betätige, eigentlich gar nichts mehr tun. Hab keine Möglichkeit zu interagieren. Gut, dann gucken wir erstmal zurück. Irgendwo muss ja was geben, oder? Irgendwo vielleicht etwas übersehen? Hier waren wir draußen, da hat es nichts weitergegeben. Gefunden haben wir in der Zwischenzeit auch nichts. Ja, hier sind wir runtergekracht gekommen und können auch nicht mehr rauf. Hier gibt es auch nichts, das wir mitnehmen könnten. Ja, hier gibt es auch nichts zu finden. Hier können wir auch nur nach draußen gehen. Ich denke mal, ich werde einfach ein bisschen rumlaufen. Und dann, denke ich, gucken wir einfach, was ich noch finden kann. Jo, wer hätte das gedacht? Hier liegt das Zeug ja, ne? Treibstoff. Den habe ich übersehen, deswegen sind wir auch ein bisschen sinnlos rumgelaufen. Irgendwas zusammengedonnert hier hinten. Erstmal Treibstoff. Treibstoff hier.
eintanken. Ja, darf's losgehen? Wow. Auch nicht mehr das neueste Modell hier, das eher das Modell Todesstoß. Alles klar, alles klar, alles klar. Gucken wir, dass wir hier Land gewinnen. Und das aber ziemlich zackig hier. Komm. Wir müssen auf jeden Fall hier rasch, so rasch wie möglich. So was wie möglich. Komm. Es hat einen ordentlichen Knall hier gegeben. Hier räuchert's. Oh. Die haben sich hier Zugschienen gelegt. Das ist ja auch mal interessant. Die alte okkulte Sekte hier. Alright, alright. Ja. Untersuchen. Ja, was machen wir jetzt? Wo müssen wir hin? Hier geht's erstmal nicht lang, oder vielleicht doch. Grasen wir erstmal das Gebiet ab. Hm, geht's hier hinten irgendwo? Oh, hier ist nichts mehr von übrig. Hier runter, oder? Denke ich mir hier erstmal nicht. Dann springen wir hier lang. Da scheint, als hätte ich nicht die allerbesten Ideen. Ne? Ja, da kann jetzt kaum noch gehen, der gute Mann. Hier geht's nicht lang. Das Ding ist hier eingezäunt, okay. Das heißt, wir gehen hier vorne dran. Au! Ja. Oh, ich muss einen Weg finden, hinter den Zaun zu kommen. Oh Mann. So, dann gucken wir mal hier, ne? Geht es hier so? Da irgendwo reinkriechen. Ne? Ja, auch nicht so wirklich. Oh oh. Okay. Ja, aber das hier hilft mir jetzt auch nichts, ne? Hängen geblieben. Wunderbar.
Das heißt, wir machen hier Spiel laden, um beim letzten... Ja, das ist so gewollt. Um hier beim letzten Checkpoint wieder loszustarten. Die Felsen hier sind, denke ich, einfach nur unheimlich rutschig. Ja. So. Ja, was haben wir hier wieder für ein Okkultistenwerk hier? Zeug über Zeug ohne Ende. Heilen müssen wir uns, hat er gesagt, ne? Beziehungsweise er hofft zumindest zu finden. Er hofft, dass wir das finden, womit er sich heilen kann. Ich finde erstmal nichts. Na, hier, das sieht gut aus. Erste Hilfekasten, los geht's. Jo, meinem Bein geht's jetzt besser. Das ist gut. Hm, was haben wir hier? Ah, das ist wohl unser Alien Cube. Ich kann mir vorstellen, dass es hier um dieses Artefakt geht. Das Heilige, was auch immer, vielleicht ist es auch das Gottesauge. Ah, eine Kassette hier. Der Abgrund, die äußere Welt. Gut, da haben wir uns jetzt hierzu was angehört. Mal gucken, was wir hier noch so alles finden können. Untersuchen. In diesen Behältern, welchen Behältern hier? In diesen hier, Händen? Ich sehe nicht mal richtig, was das eigentlich ist. Ja, irgendwas hier. Ja. Mhm, okay. Das heißt, hier der Großvater, der William, der ist hier schon mal irgendwo in fremden Welten unterwegs gewesen. Ich sag mal, von dem her, bis ich das hier gelesen hat, hat er das gut vertragen, ne? Und eben, er hat das Teil hier gefunden. Und auch niemandem gegeben. Und ich denke mal, die Kassette ist auch von ihm, beziehungsweise die Aufnahmen aus dem Jahre 1974, ist ein Zeitchen her. Die Axt im Walde. Ja, wunderbar, wunderbar. Das werden wir jetzt wohl irgendwo brauchen. Wo, weiß ich noch nicht, aber das werden wir natürlich rasch feststellen. Ja, hier hinten geht es auch noch weiter. Eine benutzte Tür. Eine Tür, die wir benutzen können. Gucken wir hier hinten, ob noch was dran ist, drin ist, drüben ist. Vorne, hinten dran ist. Was gibt's hier? Ein bisschen Geröll und... Oh,
Was haben wir denn hier? Bretter haben wir hier. Bretter. Was machen wir mit den Brettern? Wegaxten tun wir die Bretter. So. Erstmal gucken. Tür benutzen. Ist versperrt. Aha. Wer weiß, was mein Großvater in dieser Höhle versteckt hat. Lass es uns rausfinden. Äußerst spannend ist das hier. Wir kommen hier in so eine Höhle rein. Was gibt's hier alles? Es wird erstmal gespeichert. Dumm, 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 dumm. Ich weiß nicht wohin. Ach, hier geht's zur Tür. Okay, alright. Gut, hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier lang. Also, wenn wir hier irgendwo in der Wohnung vom Edgar wieder auftauchen, ganz ehrlich, mich würde das nicht überraschen. Ja. Gut, der Onkel William, Großvater William, der hat hier. Das haben wir gelesen, ne? Ja. Der hat hier schon ein bisschen Einblick bekommen, was los ist. Ja, hier wird wieder Blut geflüstert. Und der Großvater sagt auch, wenn er sehen kann, kann er auch gesehen werden. Ja. That object. Sind wir eigentlich noch dort, wo wir vorhin waren? Oder sind wir jetzt woanders? Ja, es sieht zumindest hier irgendwie so aus, ne? Aber nur weil das so aussieht, heißt das noch lange nicht, dass es auch so sein muss. War das hier vorhin schon offen? Nee, oder? Ich denke gerade, das ist ja vorhin hier auch nicht zugewiesen. Irgendein Blödsinn passiert hier. Irgendwas wird hier passieren.
Ach, in Onkel Edgars Wohnung will er jetzt zurück. Eieiei, die Tür ist hier wieder zu. Da gibt's auch nichts, obwohl so ein Steinchen, ein ordentliches Steinchen hier fehlt. Das gefällt mir alles nicht so gut. Sind wir hier wirklich eigentlich noch unter Anführungszeichen zu Hause? Schon ein komischer Himmel hier irgendwo. Mir ist in keinster Weise klar, wo es hier weitergehen muss. Durch den Wald hier. Oh, es sieht nicht schlecht aus, ne? Oh. So, das Tagebuch lesen. Ja. Einfach runter? Ja, es geht. Hier ist vorhin der Wagen gestanden, ne? Müssen wir hier untersuchen. Ja, der Laster ist verschwunden. Nee, was nicht sagst, ne? Dann gucken wir mal, dass wir es hier zum Auto zurückschaffen. Ja, wo ist mein Auto? Ist hier überhaupt los, ne? Fantastisch. Fantastisch hier. Auto weg. Ach komm. Und irgendwo im Nirgendwo. Mit, was weiß ich, was einem Kapuzenpeter, der womöglich wiederkommt. Oh. Oh. Gut gemacht, Alessandro. Gut ab, gut gemacht. Jetzt regnet es hier auch noch. Fantastisch. Eigentlich mit dieser Hütte hier unten gewesen. Das sind wir eh schon. Von daher völlig Wurst. Oh. Ja, das ist mit der Hütte gewesen. Man kommt hier so nicht hin. Das heißt, wir müssen oben lang. Wieso, woher, warum? Ich laufe einfach so ein Verrückter mit irgendeiner Keule aus. Ich weiß nicht, welcher Sekte ist hinter mir hier. Lauf, lauf, lauf. Komm, komm, komm. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Wow, wow, wow. Komm schon. Ist auch nicht schlecht. Wow. Was ist denn hier los? Oh Mann, komm, komm, komm. Ach, ach, oha. Wow. Ja, was ein Stress hier, ne? Ja, der Laster ist aber weg hier. Komm, der kam nicht mehr wieder. Jetzt ist die Frage, ob es hier noch nach oben geht. Nee, dürfen wir nicht. Ja, freue ich mich auch, wie das sein kann, dass es vorhin weg war und jetzt wieder hier. Jo, Kapitel 4. Ich denke mal, wir machen hier für heute Schluss. Oder für dieses Mal. Und ich denke, es geht spannend beim nächsten Mal in Kapitel 4 weiter. Ich bin soweit auf jeden Fall begeistert. Das, was die Demo versprochen hat und was The Land of Pain auch schon konnte, das stellt mich hier sehr zufrieden. Jo, und ich denke mal, wir gucken uns den weiteren Verlauf dann im nächsten Video an. Bis dorthin sage ich danke fürs Zugucken. Danke auch beim Zugucken des Ladebildschirms. Hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Das war Die Axt im Walde mit The Alien Cube. Tschüss.